皆さんこんにちは。私は日本の沖縄の白家フェローシップチャーチの伊藤よしこと申します。 Hello everyone. Hallo alle zusammen, ich bin Pastor Yoshiko aus Okinawa, Japan. イエス様のお名前を心から称えます。I joyfully praise the name of our bridegroom Jesus from the bottom of my heart. In der Tiefe meines Herzens preise ich den Namen unseres Bräutigams Jesus. Wir sind so dankbar in unserem Herzen, dass wir immer tiefer und tiefer mit unserem im Gebet, mit unserem Herrn und mit den Geschwistern in den Nationen verbunden sind als Familie. Durch diese Corona-Pandemie empfinde ich, dass der Herr stärker spricht zu uns als jemals bevor. Being destroyed so easily and fragilely in an instant. Wenn ich sehe, wie die Gesellschaft, die durch Menschenhände geschaffen wurde, so leicht durch einen kleinen Virus zerstört werden kann, dann fühle ich auf der Gegenseite, dass der geistliche Raum sich auf eine Geschwindigkeit bewegt, wie er das noch nie getan hat. Die Dunkelheit ist dunkler, aber das Licht scheint viel klarer, viel heller. Und der Unterschied zwischen richtig und falsch, zwischen rechts und links, zwischen Finsternis und Licht ist klarer als je zuvor. Die Zeit ist wieder da, für die Werke des Heiligen Geistes und die Werke von Dämonen sich zu manifestieren, klarer als je zuvor. Und die Heiligung, die Vorbereitung des Herrn hat begonnen und es fühlt sich so an, als ob wir seine Schritte hören, die Schritte seiner Wiederkunft. Gottes Zeit läuft weiter und wie es immer mehr aufs Ziel zugeht, müssen wir unsere Herzen ausrichten an ihm, an seinen Zielen. Wir müssen die Familie Gottes sammeln und durch seine Gnade das Reich Gottes auf der Erde etablieren. Und in dieser Zeit brauchen wir die Liebe des Vaters, die Kraft des Herrn, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes je mehr als jemals zuvor. Und da, wo wir den Herrn suchen weltweit, lasst uns im Herrn eins werden. Als eine Braut müssen wir die Braut sein, die Freude bringt zu ihrem Bräutigam, Jesus Christus. Es ist mein Verlangen, dass Japan der Gürtel der Liebe wird, die Ermutigung zu allen Nationen der Welt bringt. Wir befinden uns an der Schwelle der größten geistlichen Ernte in Japan. Japan will keep standing in our calling as a mother. Und Japan wird stehen in seiner Berufung als eine Mutter und das Herz des Vaters proklamieren: herzlich willkommen zu Hause.
Above all, I desire for Japan to fulfill its calling as the final runner of its work as a bride warrior in the last days. Und am meisten sehne ich mich danach, dass Japan ein Endzeitkrieger ist, der seine Berufung in dieser Zeit erfüllt. Und ich bete, dass wir diese wunderbare Berufung des Herrn erfüllen können. Ihr weltweite Familie Gottes, wir lieben euch alle. Wir sind ein Leib, ein Herz. Wir sind so dankbar. Wir sind eine Familie mit euch in unserem wunderbaren Vater. Ich danke euch so sehr.